Was dieser Mann mit jungen Frauen aus dem benachbarten, neutralen Ausland macht, das spottet wirklich jeder Beschreibung. Und der steht da blond, strahlt, erzählt es und die Leute finden das noch in Ordnung. Hört sich das mal genau an. In der ersten Hütte, da haben wir zusammen gesessen. In der zweiten Hütte, da haben wir zusammen gegessen. In der dritten Hütte habe ich sie geküsst. Keiner weiß, was dann geschehen ist. Keiner weiß, was dann geschehen ist? Ich weiß, was dann geschehen ist. Sie wissen das auch alle. Gebumst hat er sie verdammt nochmal. In der vierten Hütte. Jetzt habe ich aber mal nachgeguckt, in der Schweiz sind Hütten über 1800 Meter, grundsätzlich 4 Kilometer auseinander. Das heißt, Heino jagt diese arme Frau 16 Kilometer durch die Schweizer Alpen. Dreimal glaubt die Frau sich in Sicherheit. Und in der vierten Hütte, da schlägt er brutal zu. Das ist ja nicht lustig. Vor allem habe ich mich gefragt, was ist das für eine arme Frau, was tut die, wie ist sie beruflich unterwegs und so weiter und so fort. Ich kann es Ihnen sagen, Heino berichtet da ausführlich in seinem eigenen Lied drüber. Wenn des Sonntags früh um 4 die Sonne aufgeht und das Schweizer Madel auf die Alm aufgeht. Sonntags um 4 geht diese Frau auf eine schwere kombinierte Nacht-Frühschicht zur Arbeit. Jetzt habe ich mich gefragt, was macht so eine Frau denn aufstehen? Doch wenigstens um 3, die wird sich doch mal duschen, ein bisschen zurecht machen und so weiter und so fort. Da muss man sich mal vorstellen, die Frau steht sonntags morgens um 3 Uhr auf. Verstehen Sie, die ist schon 12 Stunden auf jetzt. Ne? Und dann steht die auf, geht zur Arbeit und Heino lauert schon, ja? Daher auch diese Stielaugen. Jagt diese Frau 16 Kilometer durch die Schweizer Alpen. Ja? Und es ist ihm völlig egal, ob er sie erwischt oder nicht, weil er weiß, wenn die nach Hause geht, läuft die mir wieder vor die Flinte. Ja, das sagt er doch selbst. Hören Sie doch, wann der die wieder sieht. Beim Alpenglühen, wir uns wiedersehen. Beim Alpenglühen. Jetzt habe ich aber mal nachgeguckt, nochmal bei Wikipedia, Alpenglühen in der Schweiz ist nur im Sommer. Im Sommer geht die Sonne aber nicht vor 22 Uhr unter. Das heißt, Heino vergeht sich an einer 19 Stunden schwer arbeitenden Frau, die er vorher 16 Kilometer durch die Alpen kreuz und quer jagt, notdürftig verkleidet mit dieser albernen Höhle. Vergeht sich an dieser Frau in der vierten Hütte. Hinterher behauptet er, wenn die Polizei fragt, was war denn da los, doch Heino, ich kann mich an nichts erinnern. Ich war nämlich blau, 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 blau wie der Enzian. Jetzt habe ich nochmal nachgeguckt, es gibt nur 2 Enzian-Sorten in der Schweiz. Die eine blüht nur im Frühling, die kann es nicht gewesen sein, da wäre ja kein Alpenblühen. Also muss es die zweite sein, die im Sommer blüht. Und die ist besonders dunkelblau, die ist cyanblau. Und wissen Sie warum? Ich habe einen befreundeten Floristen gefragt. Ich habe überhaupt keinen befreundeten Floristen, aber ich finde, das klingt so schön an der Stelle. Ja. Also ich habe wieder nachgeguckt. So, und es gibt da eine Enzian-Sorte, die ist besonders dunkelblau, die ist cyanblau, ganz dunkelblau. Und wissen Sie warum? Weil durch die Sonneneinstrahlung im Sommer und durch die Höhe und den niedrigen Sauerstoffgehalt überhalb des Bodens, da wo diese Enzian-Sorte blüht, da ist kaum Sauerstoff und deswegen ist die besonders dunkelblau. Das heißt, Heino vergeht sich an einer hyperventilierenden, nach Luft japsenden Frau, die schon 19 Stunden Schicht hinter sich hat, kreuz und quer durch die Alpen gejagt worden ist, ja? Und dieser blonde Bade steht da, weil ihm dreimal in der Woche mit Hannelore nicht reicht und macht sich kaputt. Das ist doch ekelhaft, oder nicht? Also mit Heino brauchen Sie mir nie wieder kommen, hören Sie auf, sagt er.